Ja, liebe Lilienfans, ein anderer Hintergrund als sonst üblich. Kein Stadion am Böllenfalde, sondern hier die Berge. Wir sind im Stubaital. In Fulpmes wohnt die Mannschaft. Das liegt direkt hinter mir, in der Nähe der Kirche, die man möglicherweise sieht. Kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht in die Kamera gucken kann. Okay, man sieht es nicht, habe ich gerade gehört. Ja, die Mannschaft ist gestern angekommen. Komplett, der ganze Kader ist hier mit dabei. Gestern nach der ersten Trainingseinheit hat es tierisch gekübelt hier. Es wird pitschepatsche nass. Die Mannschaft fährt mit dem Fahrrad hier hin und zurück. Einen Bus brauchen die überhaupt nicht. Das sind, glaube ich, nicht mal ein Kilometer bis zum Hotel. Von daher optimale Bedingungen. Auch der Sportplatz hier wird von allen sehr gelobt. Heute gibt es einen Spezialtag. Der Trainer hat Geburtstag. Dimitrios Gramotzis wird 41 Jahre alt. Ob gefeiert wird, ich sage mal eher nein, wenn dann sehr bescheiden. Hier wird trainiert, zweimal am Tag. Und es stehen zwei Testspiele an, und zwar anderer Art, als das die letzten Jahre der Fall war. Und zwar gegen zwei Hochkaräte, Feyenoord Rotterdam, das ist am Mittwoch, und am Samstag unmittelbar vor dem Ende des Trainingslagers nochmal gegen Werder Bremen. Also da wird schon einiges zu sehen sein, wie weit die Mannschaft auch ist. Alle Neuzugänge sind dabei, mittlerweile 9 Stück. Alle sehr, sehr jung, auch das ist völlig neu hier in Darmstadt. Üblicherweise zu Schusters Zeiten war man mit 25, 26 einer der Jungen. Mittlerweile ist der Marcel Schuhn, der Torwart aus Sandhausen, mit seinen 26 Jahren zugleich der älteste von diesen 9. Wie die einschlagen, das kann ich noch nicht beurteilen. Das ist natürlich nach 2 Tagen noch viel zu früh. Mannschaft macht aber einen sehr lockeren, lustigen Eindruck. Läuft hier alles gut. Und wir werden uns mit Sicherheit hier noch des Öfteren wieder melden. Es ist mittlerweile, Gott sei Dank, nicht mehr so regnerisch wie gestern. Wir haben 22 Grad, optimale Bedingungen hier in Fulpmes. So, das wäre es zunächst mal gewesen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.